Mitfahren um jeden Preis. Das wollen hier alle am Busbahnhof von Pristina. Mit Hilfe von Schleppern in die EU, jedenfalls raus aus dem Kosovo. Europas jüngsten Staat, Europas ärmsten Staat. Es ist bereits von einer Massenflucht die Rede. Ich suche ein besseres Leben in Deutschland. Was soll ich sagen? Im Kosovo gibt es einfach nichts. Nur Krise und keine Arbeitsplätze für die Menschen. Die derzeit gängigste Fluchtroute verläuft über die serbische Grenze. Die können die Menschen ohne Probleme passieren, da Belgrad den Kosovo weiterhin als Teil seines Staatsgebiets betrachtet. In die EU und den Schengen-Raum geht es dann über die südungarische Grenzstadt Aschetholon. Hier haben allein im Jänner 4000 Kosovaren Asyl beantragt. Die Mehrheit der Menschen will aber weiter nach Deutschland, nach Österreich. Warum gerade jetzt so viele Menschen den Kosovo verlassen, erklärt Balkanexperte Vedran Djihic. Man hat mit der Unabhängigkeit gehofft, dass einerseits die wirtschaftliche Situation schlagartig besser werden wird, was auch die Politiker versprochen hatten. Und zweitens hat man, und das ist ganz substanziell, gehofft, dass der Weg Richtung Europäische Union leichter und schneller werden wird. Und mit der Europäischen Union verbindet man auch Wohlstand. Dieser schnelle Weg ist nicht eingetreten. Das ist zum Teil auch eine Schuld der Europäischen Union und der 5 Staaten, die Kosovo nicht anerkannt haben. Es ist aber auch vor allem die Schuld der kosovarischen Regierung. Denn die habe durch Korruptionsskandale und Vetternwirtschaft ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Nichts wie weg, das zeigt sich daher auch in der österreichischen Asylstatistik. 2014 sind in den ersten Monaten die Asylanträge von Kosovaren zunächst noch eher überschaubar. Gegen Ende des Jahres werden es immer mehr. In Summe sind es 2014 rund 1.900. Allein in den ersten 6 Wochen 2015 haben bisher schon fast 1.600 Menschen Asyl beantragt. Meist ohne Chance. Laut der letzten verfügbaren Statistik aus dem Jahr 2013 haben nur 2% Asyl bekommen.